Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge, in der es um dein Dance-Business geht. Wenn du tanzt, das aus Leidenschaft auch richtig gut und auch vermitteln kannst, dann hast du vielleicht gerade oder schon längst den Entschluss gefasst, dass du dein eigenes Business daraus machst. Das heißt, dass du dich aus deiner bisherigen Tanzschule, in der du angestellt warst, auskoppelst und eine Tanzschule übernimmst, neu gründest oder dir auch kaufst. Und dann sind deine unternehmerischen Fähigkeiten gefragt. Wenn du ganz neu startest und gar kein großartiges Vorbild hast, dann Hut ab, hast du hier viel vor dir. Wenn du allerdings vorher schon in einer Tanzschule arbeiten konntest und du dort schon Einblicke gewonnen hast, dann ist das auf jeden Fall dein Startkapital. In jeder Hinsicht bin ich davon überzeugt, auch aus eigener Erfahrung als Tanzschulinhaberin der Tanzzeit Düsseldorf, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, so viel Wissen wie möglich anzusammeln, und zwar ganz konkretes Wissen. Was habe ich selber schon für Sachen mir angeschaut und weitergebildet, und es war einfach nicht aufs Tanzen ummünzbar oder nur durch sehr viel Ausprobieren übertragbar. Eine Möglichkeit davon ist, einfach den Fachwirt für Tanzschulen zu machen. Und in diesem Gespräch darf ich mit den beiden Hauptinitiatoren sprechen, dem Martin Vorhauer, der Leiter der Krone Wirtschaftsakademie, und der Gabi Hesse, die damals vom ATDV die Idee übertragen bekommen hat, hier doch mal etwas zu schaffen, was nicht für die Tanzlehrer ist als Ausbildung, sondern für diejenigen, die eben dann daraus ein Business machen, für die Tanzschulinhaber. Und ich bin total happy, dass mein Netzwerk sich vergrößert und ich weiterempfohlen werde, mir Themen herangebracht werden, beziehungsweise einfach die Ideen aus der Community kommen. In diesem Fall bin ich der Gabi Hesse sehr, sehr, sehr dankbar, die gesagt hat, nach unserem Interview, was du schon im Podcast jetzt hören konntest, Heidemarie, ich habe da noch eine Idee für dich. Wie wäre es denn mit dem Fachwirt für Tanzschulinhaber beziehungsweise für Tanzschulen? Ich selber wollte den gerne auch vor 3 Jahren machen und habe dann von irgendeinem Kollegen, der hat das bestimmt nicht böse gemeint, aber mal den Spruch gedrückt bekommen, das dürfte man nur als ATDV-Tanzlehrer. Ist nicht so, habe ich jetzt auch gelernt. Und diese gesamten Einblicke, die du eben jetzt in diese Ausbildung bekommst, gibt es mal von den Persönlichkeiten her beleuchtet. Du weißt, ich bin ein großer Fan davon, Menschen sprechen zu lassen und nicht unbedingt nur Flyer. Und hier bekommst du das komplette Menscheln. Ich darf mit Gabi Hesse sprechen, die durftest du schon in einem der letzten Interviews kennenlernen, und mit Martin Vorhauer. Er ist nämlich der Leiter der Krone Wirtschaftsakademie, die seit 10 Jahren den Fachwirt für Tanzschulen anbieten. Und die Krone Wirtschaftsakademie Hamburg bietet seit 40 Jahren Fortbildungen mit IHK-Abschluss an. Und er hat den Schwerpunkt Wirtschaft und Existenzgründungskompetenz. Und darum geht es ja, um deine Kompetenz, dieses Existenzding, diese Firma, dieses Projekt, dieses Herzensbusiness zu starten. Er selber ist ein Anbieter von innovativen Fortbildungen mit dem Blick auf aktuelle Bedürfnisse der Wirtschaft und der Kursteilnehmer. Und ich kann dir versprechen, auch hier werden die Tanzschulinhaber immer wieder in den Blick genommen. Und aktuell auch zu Corona-Zeiten hat man sehr schnell darauf reagiert, da die Themen mit an Bord zu nehmen, die dort relevant sind. Mehr gibt's jetzt im Interview. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du hier reinhörst, hier reinschaltest. Und ich möchte dir mit meinen Interviewpartnern absoluten Geschmack draufbringen, Geschmack machen, Appetit machen, Geschmack bringen, wie du das dann möchtest, diesen Fachwirt zu machen. Der dauert nicht lange. Und er macht dich unfassbar kompetent, denn ich möchte, dass so viele Kollegen wie möglich ein richtig, richtig erfolgreiches Business haben. Viel Freude jetzt mit dem Fachwirt für Tanzschulen, deinem Tanzbusiness. Ja.
Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für geniales Tanzlehren. Für alle neugierigen, ambitionierten und selbstsorgenden Tanzlehrenden. Prall gefüllt mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Lass uns direkt starten, deine Tanzbotschafterin. Keep on dancing too. Ich grüße dich ganz herzlich hier bei einer neuen Folge im Tanzfunk und ich freue mich, dir heute ein Thema präsentieren zu können, was auch einen wirtschaftlichen Hintergrund für Tanzlehrende, TanzschulinhaberInnen, zukünftige TanzschulinhaberInnen oder diejenigen, die mal eine Tanzschule übernehmen wollen, kaufen wollen, bietet. Heute geht es darum, wie du dich professionalisieren kannst in deinem Tanzschulunternehmertum, in deinem Dance-Business. Dazu habe ich mir Herrn Vorhauer eingeladen von der Wirtschaftsakademie Krone und Gabi Hesse, die als Initiatorin dieses wunderbaren Fachwirts-Ausbildungsgang, Lehrgang damals Initiatorin war, unter anderem heute stellvertretend da, damit wir dir einerseits, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das vorstellen können, was dich hier in diesem Fachwirt natürlich erwartet, aber du sollst auch die Menschen kennen, die daran beteiligt sind, die Herzblut und ihre vielen Stunden reingegeben haben, damit es jetzt diesen Fachwirt, der gerade mal 10 Jahre jung ist, gibt und den es dadurch auch weitergeben wird, wenn es viele Interessenten gibt, die Lust haben, 2 Jahre lang das Ganze zu machen, zu absolvieren und zu lernen. Herzlich willkommen, Herr Vorhauer, liebe Gabi, schön, dass Sie da sind. Danke, danke. Hallo. Ich freue mich. Ich habe jetzt quasi schon den ersten und zweiten Punkt zusammengefasst. Ich habe schon euch begrüßt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und euch meine Gäste und noch ein bisschen angeteasert, um was es heute geht. Wenn du, Gabi, zusammenfassen könntest, worum es dir damals beim Tanzschulfachwirt ging. Oh, das würde ich gerne. Wobei, ja. Eigentlich bin ich bin dazu gekommen, wie die Kuh, wenn's donnert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war im Präsidium des Unternehmerverbands Swinging World für Aus- und Weiterbildung, allerdings eigentlich im vollen Bereich alles, was so die Praxis und die Theorie in der Tanzschule für den Tanzunterricht darstellt. Und mein damaliges Präsidium mit Herrn Kalkbrenner, Herrn Körber und mit Herrn Garde, die hatten die Idee, dass sie gesagt haben, okay, der Berufsverband ADTV bildet sensationell tolle Tanzlehrer aus. Und wie geht's danach weiter? Wenn dann jemand tatsächlich einen Betrieb entweder übernehmen oder kaufen oder gründen möchte oder wenn ein Mitarbeiter in meinem Betrieb mehr ins Management gehen soll, da klafft eine Lücke. Mhm. Also hier haben wir keine Fort- oder Weiterbildungsmöglichkeiten, es sei denn, eine kaufmännische Ausbildung noch dahinter zu hängen, die aber ja mit Tanzschulen nichts zu tun hat. Und dieses Präsidium war angeführt von Herrn Körber und von Herrn Garde, davon so begeistert, dass sie gesagt haben, da müssen wir was tun. Und haben gesagt, wir möchten sowas gründen, wir möchten sowas machen für unsere, für die Tanzschulen. Und dann bin ich ins Spiel gekommen, die dann gesagt haben, ja, Gabi, kümmere dich mal mit drum. Mhm. Und ich habe gesagt, ich habe natürlich von Wirtschaft überhaupt keine Ahnung oder von Budgetierung. Und haben gesagt, mach nichts, aber du wirst wissen, was die Leute dann brauchen. Und dann sind wir ganz unbedarft mit Herrn Körber zusammen in die Handelskammer Hamburg gestratzt und haben mal gefragt, wie sowas gehen kann oder wie Tanzlehrende und Tanzlehrerinnen auch eigentlich an so einem Lehrgang mal teilnehmen können. Und die haben uns ganz erstaunt angeguckt und haben gesagt, sowas gibt's nicht. Und dann haben wir gesagt, sowas wollen wir aber haben. Mhm. Und dann hat die Handelskammer Hamburg uns quasi Herrn Vorhauer mit der Krone Wirtschaftsakademie als Partner vorgeschlagen, die solche Lehrgänge eben durchführen und machen. Und ja, so kam eigentlich die Verbindung zu Herrn Vorhauer und ich hatte den Kladderadatsch seitens des Verbandes ein bisschen am Hacken und sollte das gesamte Konzept dafür schreiben und im Prinzip auch mit der Handelskammer dann auch zusammen mit Herrn Körber am Start zu sein. Und so haben wir Herrn Vorhauer kennengelernt und dann sind wir bei ihm aufgeschlagen und haben gesagt, wir haben da mal eine Idee. Und er hat gesagt, auch was das denn? Und ich glaube, dann übergebe ich mal an Sie, Herr Vorhauer. Ja, mit dem
Sie haben recht. Was das denn? Aber gleichzeitig war ich sofort wie elektrisiert, weil das ist natürlich was ganz Besonderes. Wir bilden Fachwirte aus jeder Branche aus, aber die Tanzschulen, die hatte bisher niemand auf dem Schirm. Und als Frau Hesse kam, waren zwei Argumente, glaube ich, die mich sofort überzeugt haben. Das eine ist, dass sie sagte, wir brauchen auch für die Tanzlehrer, die wirklich auch in den wirtschaftlichen Bereich reinwachsen wollen, die also Verantwortung im Unternehmen übernehmen wollen, ob selbstständig oder angestellt, für die brauchen wir auch einen IHK-Abschluss. Wir müssen also etwas finden, was nachher auch eine Prüfung kriegt. Das brauchen die, um sich auch zu beweisen, bis hin dazu, dass man da anschließend studieren kann und sowas. Aber wir brauchen das eben auch, um unsere Mitarbeiter nicht nur zu qualifizieren, sondern auch, um sie zu halten, um ihnen was zu bieten. Das war das eine, was mich sofort elektrisiert hat. Und dann war das andere natürlich auch, ich fand diese Tanzschulen so spannend. Und ich fand ganz ehrlich auch die Zusammenarbeit mit Frau Hesse, Herrn Körber und Herrn Garde so spannend. Wir haben zusammen, glaube ich, in Rekordzeit dieses Ding hochgerissen. Ich erinnere mich noch an richtig lange Diskussionen, wo wir am Ende ein Curriculum, also ein Stoffplan hatten, der am Ende auf einer großen Sitzung auch den Handelskammer Berufsbildungsausschuss überzeugen konnte, dass das was Wertiges ist. Etwas, was man eben auch bundesweit anbieten kann und was den Tanzschulen auch tatsächlich wirtschaftlich helfen kann. Ich würde gerne da mit euch, vielen Dank, schon mal ein bisschen mehr reingehen. Zuvor aber, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ja uns Gabi Hesse schon in einer Vorfolge, aber Sie, Herr Vorhauer, leider noch nicht. Deswegen, wie immer, stelle ich die Frage, wie sind Sie ins Tanzen gekommen? Ich setze es jetzt mal so ein bisschen voraus, dass Sie an irgendeinem Zeitpunkt Ihres Lebens doch Tanzschritte gemacht haben und wenn es freie Schritte waren. Definitiv. Also ich war ein 14-jähriger pickliger Jüngling und ging in die Tanzschule und traf auf die Tanzschule Hillmann in Stade. Wow. Ich glaube, die gibt es immer noch. Ja, aber Frau Hillmann war eine echt professionelle Tänzerin, also die hat mich schon begeistert und ich bin auch ein Bewegungsmensch. Ich zappel nicht nur, sondern ich mag mich auch bewegen und bei denen habe ich lange eben die Kurse gemacht. Damals ging das ja noch Anfängerkurs, fortgeschrittenen Kurs, bronzene Tanzschulnadel und sowas. Also da bin ich doch mit eingestiegen und seitdem tanze ich eigentlich eher auf großen Festivitäten, muss ich ehrlich sagen, und habe auch einen Tanzkurs noch mal machen müssen, weil das so ein bisschen im verloren gegangen ist, als meine Söhne jetzt heirateten. Ne, da muss man ja irgendwie als Schwiegervater kannst du ja nicht die Braut aufs Parkett schleudern, also da musst du schon irgendwie ein bisschen was können. Also musst du das alles wieder auffrischen und es hat jedes Mal einen Riesenspaß gemacht. Und ist es dann bei der Hochzeit und dem Hochzeitstanz geblieben? Nee, wir tanzen auch so. Also, aber jetzt eher frei, ne? So, und wir haben unsere Sommerfeste, unsere privaten, da wird getanzt oder ja, so. Also tanzen gehört zu Ihrem Leben. Ein bisschen schon. Können Sie auch sehr, sehr gut verstehen, dass das für den einen oder anderen auch eine Berufung ist, ein Beruf, und dass man daran Freude haben kann. Ich sage immer so, die Bubble zu schaffen, dass andere dort einfach so traumhaft schön ins Tanzen kommen. Leute, die tanzen mögen, strahlen etwas aus und die strahlen Begeisterung aus für Bewegung und miteinander sich bewegen. Ich muss mal eine Geschichte erzählen. Ich komme hier irgendwann auf den Gang zu so einem Fachwirte-Tanzkurs, gehe runter zum Kopierer und sehe, beim Kopierer ist ein Mördergemenge. Und da sind die auf so einem 6 Quadratmeter Kopierraumpflaster dabei, sich gegenseitig Schritte zu zeigen. Also, dass der Kopierer keinen Schaden genommen hat, super, ne? Aber so sind die. Das geht gar nicht ohne und das macht einfach einen Heidenspaß mit den Fachwirten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so die lebensnahste Ausbildungsgruppe, die man so als Akademie haben kann. Ja, Gabi, Bilanzbuchhalter sind steifer. Ich bin total neugierig, Gabi. Wie hast du es damals geschafft? Ich meine, abgesehen davon, dass du mit dieser Aufgabe betraut wurdest und damit vielleicht auch kurzfristig eine Überforderung gespürt haben könntest, wonach bist du dann gegangen, was dann da reinkommt? Hast du Interviews geführt oder bist du einfach nur von dem ausgegangen, was du selber als Tanzschulinhaberin wusstest oder dir gewünscht hättest? Ja, also von allem was. Also zu dem Zeitpunkt hatten mein Mann und ich ja schon unsere Tanzschule
zusammen mit unserem Sohn. Und ich bin eigentlich so die bekennende Nicht-Zahlenfrau im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich sage, was ich gerne ausgeben möchte. Und mein Mann hat immer gesagt, du spinnst wohl oder okay, ich schaffe ein Budget ran. Und ich bin eher bei uns in der Firma der kreative Kopf oder der für Unterricht zuständig ist, also gute Unterrichtskonzepte und sowas alles. Und bin also davon ausgegangen, zum einen, was würde ich mir wünschen wollen, was weiß ich darüber oder was weiß ich nicht darüber? Wo sind meine Defizite? Und die waren ziemlich schnell umrissen. Dann hatte ich natürlich durch Herrn Körber und Herrn Garde auch zwei, die wirklich erfahrene Tanzschulinhaber sind. Herr Garde ja auch nun auch mit einer riesengroßen Tanzschule. Herr Körber hatte, glaube ich, 2 oder 3 Tanzschulen zu dem Zeitpunkt. Also habe ich auch natürlich geguckt, was muss man da wissen. Ich habe bei unseren jungen Kollegen, die gerade in der Tanzlehrerausbildung sind, natürlich nachgefragt und habe gesagt, wenn ihr euch jetzt selbstständig machen würde, was würde euch interessieren? Und habe natürlich auch viele Gespräche geführt mit Herrn Vorhauer. Also Herr Vorhauer hat mir da ja auch mega auf die Sprünge geholfen, indem er gesagt hat, wir brauchen auch eine Vergleichbarkeit zu anderen Fachwirten. Und hat mir also als Hausaufgabe so ein bisschen verdonnert, viele Rahmenpläne, Ausbildungsordnung, Prüfungsordnung von anderen Fachwirten gegeben, um zu sagen, guck mal, damit wir auch eine Vergleichbarkeit kriegen, dass es auch vor der Handelskammer eben als wertig Bestand ist und alles das, was auch andere Fachwirte Ausbildungen eint. Also was braucht man als Grundlage, um so einen Laden überhaupt führen zu können oder in diesen Bereichen eben zumindest mal wissen, dass es das gibt, ergänzt dann für die speziellen Sachen für Tanzschulen, die eben in den anderen Ausbildungen alle nicht stattfinden. Und das war die Herausforderung, das zusammenzutragen und das zu formulieren und das auch so flexibel zu formulieren, dass es auch lange Bestand haben kann. Also dass unter den Themen auch Erneuerungen passieren dürfen. Und das zeichnet, glaube ich, den Fachwirt heute auch aus, dass wir in den 10 Jahren, ich glaube, uns jedes Jahr zusammengesetzt haben und geguckt haben, was müssen wir zusätzlich dazu nehmen. Also ganz aktuell, dass sogar in diesem Prüfungszyklus auch schon Prüfungsaufgaben zum Thema Corona dabei waren. Mhm. Zum Thema Hygiene, zum Thema Kundenbindung, zum Thema digitaler Unterricht. Wie sind da die Rechtssituationen dazu? Was muss ich mit meinen Kundenverträgen tun? Und. Also das wird ständig aktualisiert und ständig angepasst, weil sich ja auch Rechtsvorschriften auch im Laufe der Zeit immer mal ändern oder aktualisieren. Ich sage nur Trend Social Media, was sich da alles aktualisiert. Und das greifen wir natürlich auch im Fachwirt immer wieder auf. Und das eben speziell für die Branche. Das unterscheidet es vielleicht, dass wir wirklich spitz für Tanzschulen reden. Das heißt, der Tanzschulfachwirt hat sich verändert, er hat sich gewandelt, weil er sich angepasst hat an die jeweilige Zahl des Jahres oder an die Bedürfnisse, was halt gerade gebraucht wird. Das finde ich großartig. Ja, vielleicht kann man das so sagen. Es gibt natürlich einen Grundbestand, so wie Frau Hesse das auch gesagt hat, den muss man liefern, den braucht jeder, der ein bisschen kaufmännisch denkt. Aber wie das angewendet wird, das entscheidet sich an der aktuellen wirtschaftlichen Situation und auch den Notwendigkeiten. Zum Beispiel ändert sich ja die Kundenbeziehung jetzt durch Corona gerade, ne? Oder es ändert sich die Kommunikationskanäle, hat Frau Hesse gerade gesagt, Social Media am Anfang, naja, war auch ein Thema, aber das ist jetzt natürlich ganz zentral. Und das sind so die Anwendungen dieses Grundkonzeptes, die wir immer wieder erneuern und die wir immer wieder anpassen an die aktuelle Situation. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin jemand, der eine Tanzschule übernehmen wird, beziehungsweise das gerade schon gegründet hat oder sehr ambitioniert ist, um vielleicht die Geschäftsleitung einfach nur zu unterstützen. Was erwartet mich denn aktuell in dem Fachwirt? Der geht 2 Jahre. Das kann vielleicht für den einen oder anderen eine ziemlich lange Fortbildung sein, kann ich mir vorstellen. Aber dementsprechend würde ich sagen, doch, dann ist ja doch schon einiges drin. Ich habe einige Kollegen, die den schon gemacht haben und alle waren durch die Bank weg begeistert, auch wenn es wirklich manche Schweißtropfen zusätzlich noch gekostet hat, weil wenn ich mir vorstelle, von 8 bis 15 Uhr sitze ich dann in der Fortbildung und darf 15, 16 Uhr dann gleich weiter im Tanzsaal machen, dann ist das schon eine Nummer, aber
was kann ich denn dort jetzt lernen, wenn ich gerade am Anfang vom Business stehe, beziehungsweise Anfang ist für mich auch so die ersten 3 Jahre eigentlich, ne? Ja, vielleicht darf ich noch mal ein Stück zurück, denn wir haben auch in der Organisation gelernt. Wir haben angefangen mit Präsenzblöcken. Das hieß, jeder muss anreisen. Da waren welche aus Baden-Württemberg, also ich sag mal von Konstanz bis Flensburg. Und nach Hamburg ist das ja unterschiedlich umständlich. Wir haben daraus gelernt. Wir haben also einen Teil aufgelöst und machen den auch in dieser Webinarform. Mhm. Und da sind viele ganz glücklich gewesen, gerade jetzt in dieser Zeit, weil sie gesagt haben, boah, dann kann ich eben nach dem Seminar, da muss ich jetzt nicht 120 Kilometer fahren oder 600 Kilometer fliegen, sondern ich kann dann eben auch anschließend noch meinen Job machen. Also da hat sich die Organisation auch verändert und angepasst an die Bedürfnisse derjenigen, die da teilnehmen. Und es ist auch so, dass natürlich gerade jetzt, wo mehr und mehr auch angestellte Tanzlehrer in diese Kurse kommen und sagen, oh ja, das ist auch was für mich, da hat das natürlich eine Bedeutung, denn die haben ihre Kurse, die müssen dann eben auch abends auf die Fläche. Da würde ich auch nochmal gerne einhaken. Das heißt also, ich glaube, das, was den Fachwirt heutzutage auszeichnet, ist der Mix. Wir haben angefangen tatsächlich mit, ich glaube, 7 oder 8 Präsenzblöcken, zwischen 4 und 5 und 6 Tagen teilweise. Und, bis zu 7 sogar. Genau, bis zu 7 Tagen teilweise, damit eben auch die Einheit, die Stundenanzahl eben auch in der Vorbereitung dazu passt, zu dem, was inhaltlich eben dementsprechend gefordert ist. Und dann haben wir eben umgestellt, du sagtest, das sind 2 Jahre. Das ist relativ. Also wir fangen im Herbst an normalerweise und sind dann danach, 2 Jahre danach im Frühjahr, also um den März, April rum sind die Prüfungen. Also es sind keine volle 2 Jahre, es sind irgendwie 1,5. Und dadurch, dass wir jetzt für Corona auch die Zeiten nochmal anpassen mussten, weil sich auch da was, da wird Herr Vorhauer bestimmt gleich was sagen, im Aufstiegs-BAföG was getan haben, ist es jetzt auch tatsächlich, dass es, wenn man so will, 1 und 1/4 Jahr ungefähr sind, weil sich eben Zeiten verschoben haben. Und wir haben 5 Präsenzblöcke, die sich eben darüber definieren, dass sie dann 5 Tage eben in Hamburg sind. Und auch, ich glaube, alle, die wir unterrichten, wissen, dass Präsenzunterricht nochmal eine andere, sagen wir mal, ich will nicht sagen Wertigkeit, das wäre falsch gesagt, aber eine andere Emotion. Intensität. Und Emotion. Eine Intensität ausbieten. Zumal auch man in der Zeit wirklich mal rauskommt aus seinem eigenen Laden und sich wirklich eine Woche mit Kollegen nur über das wirtschaftliche Thema von Tanzschulen unterhält. Und da tun sich unfassbare Ideen auf. Das ist auch ein riesen Ideenpool, was die da haben. Und das ist eben im Webinar schwieriger, weil danach geht man wieder auseinander. Und das ist das, was ganz viele Kollegen gesagt haben, raus aus dem eigenen Laden, nicht greifbar zu sein, mach doch noch mal schnell irgendeinen Kurs, sondern sich wirklich volle Kanne eine Woche darauf einzulassen und das eben im 5er-Block, das ist überschaubar, die Termine stehen lange vorher fest, das kann man ganz gut planen, zuzüglich der Webinare, die eben dementsprechend stattfinden, sodass ich mir diese Zeiten frei halten kann und sodass man das auch dementsprechend planen kann. Und deswegen, glaube ich, darf der Präsenzunterricht nicht vernachlässigt werden, sondern trotzdem im Angebot sein. Ja, heutzutage natürlich auch hybrid, weil wir wissen nicht wieder, was mit Corona passiert oder was auch in der Tanzschule passiert. Kann ein junger Gründer gegebenenfalls die Zeit wirklich raus oder klingt der sich dann eben hybridmäßig mit ein? Also auch dem ist Rechnung getragen, dass da viele Möglichkeiten bestehen. Ja, es ist sehr, sehr spannend, was sich dort entwickelt hat, wie ihr drauf eingeht. Und ich finde es bemerkenswert, wie zeitnah ihr es auch umsetzt. Wenn ich manchmal andere Bildungsanbieter sehe, die haben es nach einem Jahr noch nicht mehr geschafft, da Äquivalente anzubieten oder Webinare anzubieten. Das ist natürlich dann manchmal dem Rechnung geschuldet, was man sonst noch zu tun hat. Das ist ganz klar, wenn das jetzt nicht der Fokus war, weiterhin Ausbildungen anbieten zu können, aber wie mancher Tanzschulinhaber auch, der sich sehr schwer getan hat oder lang gebraucht hat, Online-Unterricht anzubieten, so ging es ja manchen Bildungsanbietern und ihr habt einfach gesagt, okay, alles klar, das ist jetzt auch gleich mal Thema, holen wir uns mit rein und werden wir bearbeiten.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es manche Tanzschulinhaber jetzt in der Corona-Zeit vielleicht doch leichter fanden oder es jetzt nicht schlecht fanden, dass sie jetzt mit so vielen verbunden waren, weil man die Krise da irgendwie ein bisschen besser aushalten konnte. Wie habt ihr das erlebt? Das ist genau der Punkt. Also Frau Hess hat es gerade schon gesagt, der Kurs war nie zu Ende, wenn der Kurs zu Ende war, sondern dann ging es eben auch noch weiter. Und ich erinnere mich an auch, sagen wir mal, ausgedehnte Abende, so, wo dann das Netzwerk glühte. Ne? Und das glüht natürlich, weil da Ideen wachsen und weil man sich auch austauscht darüber, wie macht ihr denn das, mit welchen Konzepten geht ihr los, wie redet ihr mit den Kunden. Also das Schönste ist immer, und das ist mehrfach so passiert, dass Leute dann im dritten Block wiederkamen und sagten, ja, ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, in meiner Tanzschule habe ich da ein bisschen Unruhe geschaffen. Ne? Ich bin da reingekommen und habe gesagt, das haben wir hier gerade so erfahren, können wir das nicht auch umsetzen? Und dann war da irgendwie erstmal Brodeln im Saal, weil natürlich liebgewonnene, altgediente Verfahren plötzlich anders gesehen wurden. Also das kam auch unmittelbar zur Umsetzung, was die Menschen da mitgebracht haben. Und das fand ich oder finde ich nach wie vor, finde ich immer das Schönste an den Kursen, wenn man das so gestalten kann, dass die Menschen rausgehen und sagen, das mache ich jetzt, genau so mache ich das jetzt zu Hause. Und da passiert ganz viel außerhalb der Kurse und in den Kursen. Und die Dozenten sind auch darauf eingestellt, dass sie diese Diskussionen ja aufnehmen. Davon lebt ja der Kurs, ne? Dass also das dann auch zum Gegenstand wird und man da nicht stur seinen Stoff runterpaukt, sondern eben alles das, was die Teilnehmer auch mitbringen an unterschiedlichen Erfahrungen, immer wieder einfängt. Apropos Dozenten. Also als wir angefangen haben, Herr Vorhauer, vor 10 Jahren, haben Sie ja die ersten Dozenten, die auf die Tanzlehrer gestoßen sind. Das war schon sehr lustig im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir hören das immer wieder. Also auch wenn ich mit den anderen Dozenten rede zu anderen Sachen, die sagen immer liebevoll die Tanzis. Also das sind die Tanzis. Auch in der Handelskammer sind das die Tanzis. Die Tanzis sind total anders. Und wir freuen uns immer mega, wenn die Tanzis kommen. Und selbst bei der letzten Prüfung jetzt unter Corona-Bedingungen in der Handelskammer sagte die nette Dame, die uns empfangen hat und dann in die Räume weitergeleitet haben, sagt sie, das ist so anders, wenn hier die Tanzfachwirte kommen. Man sieht das immer schon, wenn die reinkommen, dass die ganz anders sind. Und auch die Referenten haben lernen dürfen, dass tatsächlich die Teilnehmenden tatsächlich irgendwie einen anderen Schlag haben. Und wir haben Referenten, die ja auch von der ersten Stunde an dabei sind und die auch mit denen gewachsen sind. Und ich kann mich immer wieder erinnern an die ersten Nummern, als dann nicht nur Chefs drin waren. Im ersten Lehrgang waren überwiegend Inhaber drin, Inhabende. Und es waren nur 2 Angestellte dabei, die dann in das Management wollten. Jetzt mittlerweile hat sich das umgekehrt. Da sind jetzt deutlich mehr junge Kollegen, angestellte Kollegen, auch Tanzlehrer, Kinder in Anführungsstrichen, die Läden übernehmen wollen und. Und jedenfalls, es ging um tatsächlich Kontierungen. Also ich sage, das trockene Steuerthema war dran und das trockene Bilanzthema und Co. Und das war bei Herrn Ost. Und dann fragten die jungen Menschen, und die fragen es immer noch, muss ich jetzt bei der Bank deutlich mehr Konten anlegen? Also sie kriegen gar nicht mit, dass das kommt. Ja, natürlich, weil der wirtschaftliche Vordergrund fehlt ja. Und das ist so ein Klassiker bei den Tanzis. Und mittlerweile wissen das die Referenten, dass sie auch echt bei Null anfangen. Dass eben nicht selbstverständlich ist, dass bei Kontierungen die Steuerkonten gemeint sind oder für die Vorbereitung für den Steuerberater. Und das waren immer so Klassiker, wenn neue Dozenten reingekommen sind. Ich möchte unbedingt mit einem Vorurteil oder einem wabernden Gespenst ein bisschen aufräumen. Ich habe damals kurz davor gestanden, den Tanzschulinhaber Fachwirt machen zu wollen. Und dann kam da so ein eigentlich netter Kollege hinterher vom ADTV und meinte, Heidemarie, es tut mir leid, da kannst du nicht mitmachen. Das ist doch nur für ADTV-Tanzlehrer. Und die Gabi schüttelt schon wieder heftig mit dem Kopf und hervorheult die Hände hoch und faltet sie über die Stirn zusammen. Oh mein Gott, deswegen ist mir das nochmal wichtig zu erwähnen. Es ist nämlich nicht so, dass es nur für einen bestimmten Verband zur Verfügung steht oder dass da auch nur bestimmte Verbände rein dürfen. Es ist ein verbandsübergreifender Kurs. Es ist meines Erachtens, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, noch nicht mal die Voraussetzung, dass man eine Tanzlehrerausbildung gemacht hat. Das ist wahr. Man kann auf viele verschiedene Weisen in den Kurs kommen.
Und dass jetzt wir nicht nur für Tanzschulinhaber oder einen bestimmten Verband das machen dürfen, das liegt schon daran, dass es uns ja gelungen ist, gerade eine bundesweit gültige Verordnung hinzukriegen. Das gilt über das ganze Bundesgebiet und das definiert einheitlich für alle in diesem Rechtsverband, wie sie da in diesen Kurs kommen. Und tatsächlich kann man zum Beispiel ja auch, man kann ja auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht haben. Man kann auch irgendeine andere Ausbildung gemacht haben. Wichtig ist nur, dass man diese ganz klar festgelegten Zugangsbedingungen erfüllt. Und da ist nichts, da ist nicht mal ansatzweise von irgendeinem Verband oder ob das nur ADTV oder wer auch immer ist, die Rede, das ist völlig egal. Wichtig ist, glaube ich, dass man nicht verkennt, es soll schon natürlich in den Bereich Tanzschulen gehen. Also man wäre da falsch beraten, wenn man anschließend einen Industriebetrieb aufmachen will. Ne? Das spielt da nicht die Rolle. Man wird immer auf Beispiele stoßen, die aus dem Tanzschulbereich kommen. Und da soll es auch hingehen. Und wer dafür Interesse hat, der kann aus jeder Richtung kommen. Herr Vorhaben, Sie haben gerade so schön gesagt, aus jeder Richtung kommen. Ich würde das gerne ergänzen. Mhm. Es hat mit gar keinem Verband letztendlich zu tun. Also auch Tanzschulen, die gar nicht im Verband organisiert sind, können an dem Fachwirt teilnehmen. Und auch Menschen, die, sagen wir mal, in der Administration einer Tanzschule sind, können daran teilnehmen. Die müssen nicht selber einen Schritt getanzt haben. Denn es geht ja um die Leitung einer Tanzschule. Und Heidemarie, ich würde das gerne erweitern. Es geht auch gar nicht drum um Gesellschaftstanz. Das kann die Ballettschule sein. Ja. Das kann eine Jazz-, eine Hip-Hop-Schule sein. Das kann eine Salsa-Tanzschule sein, Tango Argentino. Weil wir reden um die Branche Tanzschule. Wir reden nicht speziell für Gesellschaftstanz, für Hip-Hop oder für Contemporary. Sondern wir reden über alles, was irgendwie tanzt. Und jeder, der eine Tanzschule betreibt, und sagt, ich möchte ein bisschen mehr wirtschaftliches Know-how haben, ich möchte da Absicherung finden, auch gerade in dem ganzen Rechtsbereich, weil da kann man ja als Unternehmender schon in einige Fallen tappen, egal ob das jetzt Arbeitsschutz ist oder ob das, gilt die Versammlungsverstättenverordnung für uns, was müssen wir bei Anmeldungen bedenken und. Das zählt ja alles in die Branche rein und das ist immer speziell für Tanzschulen, aber nicht für speziell jetzt paarweises Tanzen, sage ich mal. Und deswegen ist es eben sehr spannend, das ein bisschen mehr nach draußen auch zu öffnen, dass es mehr Leute wissen. Jeder, der irgendwas mit Tanzschule zu tun hat und da im wirtschaftlichen oder in der Planungsebene ist, für den ist das Fachwirt für Tanzschulen mit Sicherheit mega spannend. Wir hatten auch schon echte Rapper. Ja. Ja. Das ist eine so wichtige Information, dass ich sie an der Stelle einfach nochmal vorgehoben habe, weil mir hat es damals eigentlich so viel Lust gemacht, das zu machen. Und nur ein einziger Satz von einem Kollegen hat das halt einfach zunichte gemacht, was ich auch schlimm finde für mich jetzt im Nachhinein. Ich habe dem einfach so geglaubt, ja. Also ich habe noch nicht mal weiter recherchiert. So sind wir Menschen dann halt teilweise manchmal gestrickt, ja, dass man einfach nur glaubt und sagt, alles klar, wenn der das sagt, dann hat es ja wohl Bedeutung. Also der ADTV war der Initiator beziehungsweise du und noch eine Handvoll anderer wichtiger und engagierter Menschen, die haben das zur Krone gebracht und jetzt hat sich das so weit etabliert, dass es von vornherein schon immer für alle offen war, die ja. Das Tanzschul-Business professionalisieren wollen, denn ich bin davon überzeugt, dass man mit dem Fachwirt definitiv nochmal eine ganz andere solide Basis hat, um sein Business zu führen, egal ob man eine Kindertanzschule hat oder eine ganz andere Tanzschule. Jetzt möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, denn wir wollen es ja knackig halten. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt auch ein bisschen gespannt, was das für Erfolge bringt. Nun habt ihr ja schon sehr, sehr viele Tanzschulen, Tanzschulinhaber und damit auch Tanzschulleben bei euch gehabt in der Ausbildung und habt auch die verfolgen können, die bei euch schon früher gewesen sind, die jetzt erst ganz kurzfristig bei euch sind. Meine erste Frage ist, könnt ihr irgendeine Tendenz erkennen, wenn die bei euch gestartet sind und wirklich eine Tanzschule hatten? Ja, also wir können nicht über die reden, die irgendwann mal vielleicht eine Tanzschule übernommen werden oder so ähnlich, aber die schon eine Tanzschule hatten und diesen Kurs gemacht haben. Habt ihr in dieser Zeit schon Entwicklungen gesehen? Weißt du, Sie oder ich? Nee, machen Sie mal. Also ich glaube, wir haben so einen Drittelmix mittlerweile. Wir haben ein Drittel Inhaber, die einfach sagen, ich muss das stabilisieren.
Und da glaube ich auch, ist das insofern erfolgreich, als ich immer wieder zurückgemeldet kriege, endlich weiß ich, wie ich mit der Bank rede. Endlich verstehe ich meinen Steuerberater. Endlich kann ich dem auch was entgegensetzen. Endlich habe ich meine Dokumente in Ordnung. Und ich weiß, warum diese Versammlung so nicht stattfinden darf, weil ich die Versammlungsstättenverordnung irgendwie gefressen habe. Das sind die ein Drittel die. Ein Drittel sind Gründungswillige. Von denen, ich glaube, wir kennen sogar selber auch den einen oder anderen, von denen gehen viele eben in die Gründung. Man muss ehrlich sagen, dass das im letzten Jahr natürlich echt einen Dämpfer gekriegt hat. Also das ist auch natürlich jetzt Corona geschuldet. Aber grundsätzlich ist ein Drittel wirklich so, dass sie auch gründen und zwar mit guten Ideen. Das sind echt, also ich habe die Rapper da irgendwie erwähnt, da sind Leute drunter, die haben eine ganz spezielle Idee und die kommen hier rein und sagen, jetzt hole ich mir das Rüstzeug und dann mache ich das. Und das machen die auch. Und das dritte Drittel, das sind die angestellten Tanzlehrer, häufig aus größeren Tanzschulen, wo schon irgendwie auch die Inhaber oder sie selber sagen, pass mal auf, wir sind groß genug, ich muss das ein bisschen mit übernehmen, ich kriege da eine besondere Aufgabe. Und ich muss dazu arbeiten und dafür brauche ich Wissen. Und das ist so das andere Drittel. Da weiß ich immer nicht so ganz genau, was daraus wird. Aber ich erkenne schon, dass einige dann wiederkommen und sagen, ja, da habe ich jetzt auch, jetzt weiß ich, was ich tue sozusagen. Ich glaube also, dass das bei fast allen wirklich auch Initialzündung ist für ganz neue Aufgaben. Das also für alle kann ich nicht sprechen, aber fast alle würde ich jetzt mal behaupten, gewinnen daraus neue Perspektiven. Das würde ich voll unterstützen, weil mit denen ich auch danach Kontakt halte, habe, die auch eben berichten, was es bei ihnen im Kopf ausgelöst haben. Hm. Und ich kann das vielleicht nochmal ergänzen. Einige, die mit dem festen Willen gekommen waren und haben gesagt, ich mache mich selbstständig, direkt nebendran, weil ich habe ja gesehen, wie viel Tanzschüler in meiner jetzigen Tanzschule sind und das geht ja mit dem Teufel zu, wenn ich nicht nebendran sein mache und die kommen dann alle zu mir. Und die danach oder sogar im Verlauf des Lehrgangs gesagt haben, wow, ich habe hier gelernt, ich bin gar nicht der Typ, mich selbstständig zu machen. Ja. Ich bin der Typ dafür, ja, Planungsebenen, ja, auch eine Budgetierung zu machen, ja, Projektleitung und sowas alles, eine Kursplanung und, Personalplanung, Weiterentwicklung, all das. Aber ich möchte es nicht selbstständig tun. Und wir haben natürlich auch solche Kollegen, von dem haben wir schon gesprochen. Ich schätze ihn sehr, von dem Ronny Peach, der eben auch gesagt hatte, wow, wie toll ist das denn? Das ist mein Thema und ich gehe da drin voll auf. Ich habe so viele Ideen. Und auch ein sehr netter Kollege, das ist der Michael Schick, den darf ich auch erwähnen. Den kennst du, glaube ich, auch, liebe Heidemarie, der gesagt hat, siehst du, ich wusste, es war immer mein Ding, mich selbstständig zu machen. Und jetzt habe ich das Rüstzeug und jetzt bin ich mir super sicher, das dazu zu tun. Und vielleicht zwei kleine Anekdoten dazu. Im allerersten Fachwirt-Lehrgang sagt Herr Vorhauer zu mir, Frau Hesse, es hat sich ein Herr Hesse angemeldet. Und ich sage zu ihm, wie jetzt? Und ihr seht das Büro und mein Mann sitzt mit dem Rücken zu mir. Wir sitzen so über Eck, ne? So, und ich gucke rüber zu meinem Mann. Ich sage, du? Ja, sagt er, ich wollte sehen, ob das was für junge Kollegen ist. Und das kann ich nur beurteilen, wenn ich selber mitmache. Also mein Mann war im Gründungslehrgang und mein Mann war der allererste, der geprüft wurde. Und selbst mein Mann damals mit 20 Jahre Erfahrung Leitung einer Tanzschule hat gesagt, es hat ihm so viel Sicherheit gebracht und so viel Umgang mit egal Ämtern, Zahlen, Geld, Budgetierungen, was auch immer. Also es war selbst, also auch die Kollegen, die lange ihre Erfahrung haben, haben das bestätigt. Und das Witzige ist, im 10er-Lehrgang, also im 10. Jahr-Lehrgang, war mein Sohn mit dabei. Der ist auch gerade fertig geworden. Also wir haben Familienfachwirte. Und das, was ich bei meinem Sohn aber gesagt habe, wir haben in 2020 eine Tanzschule übernommen und gekauft. Also danke fürs Gespräch. Im Januar haben wir die Eröffnung gehabt und dann kam Corona. Und ich weiß, wir haben im Bankgespräch gesessen und die Banker fragten meinen Sohn, was er dann für Qualifikationen hat, um eine Tanzschule zu leiten. Es kann ja wohl nicht sein, dass er irgendwie gute Kurse macht, sondern was hat er vorzuweisen? Und André sagt ganz trocken, ich bin Fachwirt für Tanzschulen. Und hat im Prinzip darüber erzählt. Und da auch die Banker, die haben gesagt, wow, also sie machen gar nicht nur Tanzunterricht. Nein, hat er gesagt, ich weiß auch in diesen ganzen anderen Sachen Bescheid und über auch Personalmanagement und. Und das war für die sehr beeindruckend.
Also auch das in Bankgesprächen zeigt es, dass es auch wertig ist. Die sagten dann auch, oh, haben wir ja noch nie darüber gehört. Ja, dann haben wir erzählt, es ist eben eine Prüfung vor der Handelskammer Hamburg. Und bei denen war klar, dass, aha, das hat ein Niveau. Und deswegen kann ich das eben in der Familie direkt weitertragen, dass es Auswüchse hat. Ja, einfach genial. Ich hoffe, liebe Tanzzuhörende, liebe Zuhörerin, dass du jetzt sofort Lust bekommen hast, falls du noch nicht den Fachwirt für Tanzschulinhaber gemacht hast, dich anzumelden. Die Anmeldemöglichkeiten dazu verlinken wir dir natürlich in den Shownotes, denn wir möchten, dass sich unsere Szene weiter und weiter professionalisiert. Und wenn du jetzt auch gerade aus der Corona-Zeit heraus ausgelaugt bist und auch das Gefühl hast, also wenn ich jetzt das Business weitermache, dann aber nur noch mit richtig soliden Sachen, dann bist du hier genauso gut aufgehoben, um dich nicht nur inhaltlich weiterzubilden, sondern auch noch mit anderen zu empowern, gute Ansprechpartner zu haben und zu sagen, so, da passieren mir aber viele Dinge nicht mehr, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass die Ausbildung auch so aktuell ist und sofort unter die Arme gegriffen wird, wenn sich neue, ja, ich sag mal, Arbeitsfelder, Problemfelder auftun, die so einem Tanzschulinhaber passieren können oder könnten. Von daher gesehen freue ich mich unfassbar, dass ich mit euch beiden sprechen durfte. Ich bin sehr froh, dass ich euch beide ins Boot genommen habe, weil ihr ergänzt euch einfach so wirklich außerordentlich. Und ich glaube, dass wir jetzt einen Rundumschlag machen konnten, mal einen kleinen Einblick zu geben, was es bedeutet. Es ist etwas, wo ich sage, hier wird es zutiefst gemenschelt, das sehr persönlich ist. Wie groß sind denn eure Gruppen ungefähr? Also sitzen da 50 oder 100 Leute drin? Gottes Willen. Wie familiär ist das? Also so, ich würde mal sagen, über den Daumen 15 sind es immer. Und vielleicht noch eine kleine Sache, dass ich weiß, ich habe eigentlich keine Zeit mehr. Aber man kann sich auch trauen, wenn man weiß, oh, das ist doch schon eine ziemliche finanzielle Last. Denn es gibt das Stichwort Aufstiegs-BAföG zu sagen. Aufstiegs-BAföG, was im meisten Fall bis zu 75% der Kursgebühren und Prüfungsgebühren finanziert. Wer das wissen will, der soll sich mal melden. Also traut euch, Leute. Hier werdet ihr beraten dann auch. Das heißt, nur um es kurz aufzugreifen, es gibt die Möglichkeit, sich fördern zu lassen. Ist es für jeden was oder muss man da bestimmte Voraussetzungen haben? Wer zur Prüfung zugelassen werden kann, der kann auch die Förderung kriegen. Das klingt toll, das klingt großartig. Alle Informationen dazu findest du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich in unseren Shownotes. Da bitte einfach auf das Infokästchen klicken. Und wenn du das nicht findest, schreib mich einfach bitte an. Es kann ja sein, dass gerade zu dieser Folge heute zum ersten Mal der Podcast überhaupt gehört wird. Dann freue ich mich ganz sehr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass du reingeschalten hast, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Und die ganzen Kontakte, da vermittle ich super gerne. Entweder kann ich es direkt beantworten. Schreib mich auf Instagram an, auf Facebook, mir eine E-Mail oder direkt Gabi oder Herrn Vorhauer. Wir sind sehr, sehr, sehr behilflich, wenn es darum geht, dass unsere Tanzschulszene professionalisiert wird, stärker professionalisiert wird und Tanzen dadurch auch per se, wie wir es jetzt zum Beispiel im Bankgespräch gehört haben, eine ganz andere Wertigkeit erhält. In diesem Sinne gilt euch natürlich, liebe Gäste, das Abschlusswort, das dürft ihr euch heute reinteilen. Gabi hatte schon mal das Vergnügen, das allerletzte Abschlusswort zu nehmen, deswegen würde ich dich jetzt quasi, Ladies First, einfach bitten, wenn du Lust hast, nochmal einen eigenen Impuls zu geben zum Abschlusswort, weißt du jetzt, wie es geht? Und Herr Vorhauer kann dann das allerletzte Abschlusswort haben, was du selber noch vielleicht vergessen hast, reinzugeben zu diesem Thema Tanzschulinhaber. Also wir haben jetzt auf jeden Fall noch 1-2 Minuten Zeit, falls es ein bisschen länger ist, außer so einen knackigen Satz. Oder ob das nochmal eine Motivation ist oder an die TanzschulinhaberInnen oder die dies werden wollen, geleitete Worte von dir. Ich verabschiede mich aus der Folge. Danke euch ganz, 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 ganz vielmals. Und zwar mir ein innerliches Blumenpflücken, dieses Gespräch zu führen. Ich glaube, ich habe jetzt auch selber sehr, sehr große Lust, Tanzschulinhaber-Fachwirtin zu werden. Okay. Ja, also ganz kurz. Tatsächlich ist eben, dass der Fachwirt für Tanzschulen einen wirklich in den Ideen das Hirn sprengt.
Weil der Austausch mit den Kollegen über Konzepte, über wie machst du, wie mache ich, wie gehe ich an wirklich mal an diese wirtschaftlichen Themen dran? Was nimmst du für eine Privatstunde? Was nehme ich für eine Privatstunde? Wie geht das überhaupt? Welches Bezahlsystem hast du? Welches Kundensystem hast du? Die Ideen sind unfassbar, weil es wird tatsächlich, es sei denn beim Kopierraum, gar nicht getanzt da drin, sondern es geht wirklich um die Leitung. Und es ist eine tolle Karrierechance. Im Übrigen auch für Frauen, wenn die in der Planungsebene mit Kinder- und Familienplanung vielleicht mehr in den Vormittagsbereich gehen möchten, dann ist das eine tolle Alternative, auch hier zu gucken, wie kann ich meine Karriere weiterentwickeln und wie kann ich eben einfach auch mein Geschäft auf solide Beine stellen. Also ich freue mich für jeden, den wir im Fachwirt begrüßen können, und der Austausch ist immer wieder toll, die Konzepte vorzustellen und diese wirklich sprühenden Ideen von den jungen Kollegen mitzukriegen. Jetzt ich? Ja. Okay, also ich habe es schon gesagt, der Lehrgang lebt davon, dass man miteinander redet. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt zugehört haben, auch sagen, boah, ich muss da nochmal mehr Genaueres finden. Ein Vorteil bei uns ist, wir haben überschaubare Gruppen und wir sind direkt ansprechbar. Und man kann auch nochmal nachfragen. Und das würde ich jetzt jedem empfehlen, der hier auch gesagt hat, boah, das war jetzt eine ganz schöne Strecke und da kamen viel Informationen. Das muss ich nochmal genauer hören. Wie heißt das so schön? Ruf mich an.